Also, dann machen wir jetzt mal mit Mission 12 weiter. Großfürstentum Goldbucht. Ein mächtiger Rivale, Kipa Malachai, hat dem frömmelnden Großfürsten Brabelsen die Herrschaft über dieses Land entrissen. Doch obwohl ihr rätselhafter Führer nun tot ist, versuchen irgendwelche Hilfshelden immer noch, sein Reich trotzdem zusammenzuhalten. Also, wer wieder. Endlich mal ein Keeper, der gegnerischer Keeper, der wirklich was hingekriegt hat. Die letzten vier Keeper waren ja damit beschäftigt, sich untereinander zu töten eigentlich, beziehungsweise mir auf die Nerven zu gehen. Und Asmodeus, ja, wurde von Elfen belagert. Hier haben wir wohl mal endlich einen richtigen gegnerischen Keeper. Und den müssen wir, wohl oder übel mit Untoten bekämpfen, so wie es aussieht. Jedenfalls steht das so im Nebenziel. Also, dann legen wir mal los. Kein Wesen auf dieser Ebene gehorcht euch, und niemand denkt daran, Helden zu erschlagen. Ihr müsst bescheiden sein und nehmen, was ihr kriegen könnt, wo immer es auch sein mag, in den umliegenden Höhlen. Der Geruch von Tod könnte die Untoten anlocken. Friedhof. Also ja, wie man sehen kann, es scheint hier kein einziges Portal zu geben. Beziehungsweise, ja, scheint wirklich kein Portal zu geben. Das Einzige, was es zu geben scheint, sind Friedhöfe und wahrscheinlich müssen wir auch einen Kerker bauen. Um uns Untote zu beschaffen. Na, mal sehen, was das für eine Mission wird. Erstmal noch ein Imp. Fraßgeräte sind ganz praktisch, um dem Gegner Angst zu machen, aber ihr werdet auch noch ein paar stärkere Geschöpfe brauchen, bevor ihr euren Hauptangriff startet. Ah ja. Skelette. Das ist schon mal gut, drei Skelette zu haben. Dann sollten wir vielleicht hier einen kleinen Trainingsraum reinbauen, dass die auch trainieren können, die Skelette. Und dann. Oh, noch mehr Skelette. Gut. Gut. Damit kommen wir schon mal auf einen kleinen grünen Zweig. Man sieht schon, das Spiel will uns wieder in dieser Mission ein bisschen lenken, indem es uns einen Haufen soliden Fels aufs Auge drückt, aber in die Richtung können wir uns weiter graben. Und ja, wir brauchen unbedingt auch etwas wie einen kleinen Kerker, um unsere Skeletttruppen auch aufrecht zu erhalten. Eine Schatzkammer, um euer Gold zu lagern. Ich finde nicht, dass wir eine brauchen und wenn, dann können wir sie vielleicht ein bisschen ums Dungeon Herz herum hier so eine. Ihr bist in euren Dungeon eingedrungen. Das Herz eures Dungeons wird angegriffen. Ah, da kommt schon was, womit die Skelette üben können. Hier kommt jetzt ein kleiner Trainingsraum rein. Fünf Übungsgeräte ist nicht groß, aber das dürfte reichen. Hier können wir keinen Kerker reinsetzen, deswegen
Müssen wir. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Ihr braucht einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ja, einen Kerker brauchen wir. Auch wenn das vielleicht ein bisschen die Stabilität des Dungeons oder die Sicherheit des Dungeons gefährdet, werde ich hier einfach einen hinsetzen. Obwohl eigentlich im Augenblick brauchen wir noch keinen. Gucken wir mal, vielleicht setze ich hier vor. Ihr braucht einen Friedhof, um eure Leichen zu stapeln. Ja genau, das ist jetzt erstmal das erste Ziel. Einen Friedhof zu finden. Man hat ja schon im Vorspann gesehen, dass hier irgendwo einer sein müsste. Also können wir, sollten wir den auch so schnell wie möglich finden und einnehmen. Ich glaube sogar, dass er gleich hier ist, hoffentlich. Jo, da ist er sogar schon. Sehr schön. Warten wir, bis der eben den Friedhof eingenommen hat, dann kümmern wir uns um die Verwaltung. Ihr erbeutet einen Friedhof. Der Friedhof. Hier werden die Leichen der Toten hingebracht, um zu verrotten. In ihren unmarkierten Gräbern sind sie ein Festschmaus für die örtlichen Vampire. Ja, genau. Jetzt können wir dort Vampire erschaffen. Ah, und hier haben wir einen perfekten Platz für einen Kerker, würde ich mal sagen. Oder einen größeren Trainingsraum. Lassen wir die mal hier ein bisschen ausbuddeln. Dann werfen wir den Gegner mal unsere Skelette hier entgegen. So, das war knapp. Wie viel Imps haben wir? Da wäre noch Platz für einen mindestens. So, hier können wir noch reingraben. Hier ist dann auf jeden Fall genug Platz für einen Kerker. Den können wir ruhig groß machen. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Wenn wir Geld hätten. Benutzte Gräber 0 von 8. Setzen wir mal die Gefangennahme auf aus. Gefangennahme aus. Eure Geschöpfe kommen nicht zum Kerker. Ja, ja, das ist schon okay. Bringt die Leichen weg. Genau, bringt die Leichen. Bringt die Leichen zum Friedhof. Hier ist noch ein kleiner Raum, der eignet sich perfekt für eine zweite Trainingsanlage. Ja gut, ich tue hier ein bisschen wohl. Hier könnte ich auch eine kleine Schatzkammer reinbauen. Euer Friedhof ist vollgestopft mit Leichen. Vergrößert ihn. Das dürfte eigentlich reichen, 8 Vampire. Buddelt lieber hier aus, hier kommt ein zweiter Trainingsraum hin dann. Sobald ich hier mein. So. Gefangennahme 1. Ein Vampir ist auf einem Friedhof aus dem Grab gestiegen. Jawohl, ich habe den ersten Vampir angelockt. Ein Vampir erhebt sich aus den Gräbern. Ein Monster, das selbst den Tod überlistet hat. Eure Geschöpfe brauchen einen Platz zum Ausruhen. Baut ihnen einen Schlafsaal. Okay. Gefangennahme aus.
Vampire brauchen definitiv Ihr einen könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Schlafraum. Und dazu brauche ich Gold. Was ich jetzt nicht weiß, brauchen Vampire auch was zu essen? Gucken wir mal. Noch zwei Skelette. Na, jetzt haben wir schon mal 10 Skelette. Jetzt kann ich die Gefangennahme auf auslassen. Die Gegner hier sterben lassen. Dann landen sie gleich auf dem Friedhof. Oder auch nicht. Kümmer dich mal darum. Jawohl. Sehr schön. Und jetzt schafft mir etwas mehr Gold ran. Dann kann ich hier nämlich einen kleinen Schlafraum reinsetzen. Und ich bin doof. Das war die Bibliothek. Eure Bibliothek ist zu klein. Den hier wollte ich doch. Eure Geschöpfe brauchen einen größeren Trainingsraum. Den können sie dann hier haben. Ich frage mich, ob man immer den ganzen Friedhof vollkriegen muss, um einen Vampir zu bekommen, oder ob da nur ein Teil der Leichen reicht, oder ob es mit vollen Leichen schneller geht. Vampire haben, soweit ich mich noch erinnern kann, einen Vorteil. Sie können nicht direkt sterben. Also wenn sie sterben, verlieren sie einfach nur eine Stufe und tauchen dann auf dem Friedhof wieder auf. Was eigentlich sehr praktisch ist. So, buddelt mir noch das Gold aus. Da oben gibt es auch noch Gold. Gibt es da oben auch noch was Interessantes? Ja, ich sollte erstmal mit bösem Blick dahinter gucken. Also direkt geben tut's da, so wie es aussieht, nichts. Es ist Zahltag. Sagt er mir aber früh, dass Zahltag ist. Auch gut. Trainingsraum größer. Trainingsraum. So. Dem Trainingsraum haben sie dann noch genug Platz zum Trainieren. Hinter dem Ding hier müsste sich der Held, müssten sich die Behilfshelden verbergen, die wir zu Vampire, deren Leichen wir benutzen können, um Vampire und Skelette zu züchten. Ansonsten können wir hier über das Wasser mal weiter vorstoßen. Und unsere Skelette mal heilen. Ja, 8 Imps dürften in der Mission reichen, weil viel zu tun haben sie ja, so wie es aussieht, nicht. Und Vampire scheinen wirklich nur schlafen zu müssen, nicht zu essen. Gut. Hier das Gold ausgraben, das werden wir brauchen. Sind die Gegner tot? Ja, sie sind tot. Der Vampir, das Skelett hier ist angeschlagen. Das hier auch. Das können wir gleich heilen. So. Dann als nächstes können sie hier das Gold freigraben, meine Imps. Der Gegner müsste nämlich, wenn ich das richtig gesehen habe, auf der anderen Seite von diesem Ding hier sein.